herzlich willkommen zum Antennacast Technik. Technik Donnerstag, 5 Zylinder, schöne Grüße von Chris. 5 Zylinder VR5 oder V5 im B2. Ja, er sitzt tatsächlich drin, also das ist tatsächlich krass. Wir werden es euch gleich zeigen, wo die Thematiken waren und wie das Ganze gelaufen ist. Und ja, ihr seht es an mir. Das Ganze war relativ dreckige Geschichten mit Schweißen, Flexen und so weiter. Aber es hat sich wirklich rentiert. Aber ich zeige es euch gleich. Moment, wir werden euch dann mal erzählen, wie das Ganze funktioniert. So, 5 Zylinder V5 im B2. Was natürlich interessant ist, ganz klar, wir haben angefangen hinten die Getriebelager. Die Getriebelager sind von der Firma Epitech, eigentlich für das 6-Gang-Getriebe, ihr kennt ja das. Da muss man unterlegen mit einem PU-Teil beim hinteren Getriebelager. Das, so haben wir eigentlich angefangen. Das war eigentlich das große Problem. Also das war das große Problem nicht, weil das Getriebe ist ja identisch. Also es passt tatsächlich, das Getriebe vom S2, RS2, 6-Gang, S4, RS4, Diesel, passt wunderbar tatsächlich mit diesem Adapterring an den V5-Motor. Ihr seht das. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Genauso wie diese Ölwanne. Das einzige Problem, die Ölwanne mussten wir leider beschneiden, weil da der Stabi heute ist. Das ist das einzige Thema, das wirklich eigentlich nicht passt. Da ist anscheinend der Stabi heute beim Passat anders. Ansonsten die Höhe von der Ölwanne, die hat genau die Aussparung, damit die da über die Achse drüber geht. Und das Thema waren tatsächlich die Motorlager. Also, Chris, wir haben schon eine ganze Zeit lang im dritten Versuch. Das ist ja der bekannte 5-Zylinder-Halter. Genau, ein bisschen rostig, aber der hätte einwandfrei funktioniert. Aber hat gar nicht hingehauen, oder? Passt nicht. Nicht um die Burg. Also, wir haben tatsächlich 3 Anläufe gebraucht, bis wir das irgendwie in den richtigen Wege gefunden haben. Die Frage war, ich wollte eigentlich mit den originalen Passat-Lagern fahren, keine PU-Lager oder sowas, damit das Ganze nicht zu hart wird, sondern wirklich auf Serienbasis ist. So, jetzt haben wir hier Lager gebogen, gekantet, verschweißt, was tatsächlich den Motor dann so im Auto hängen lässt. Ihr seht, schnurgerad, die Halter eigentlich hier richtig ordentlich, die sind, ihr merkt beim Passat, haben wir festgestellt, die stehen nicht gerade, sondern leicht schräg. Genauso wie beim Passat stehen jetzt auch die Lager bei uns im B2. Was heißt, ja, die sind jetzt angepunktet, die Verstrebungen. Und ja, wenn jemand Interesse daran hat, einen V5 in einem B2-Karosse, wir haben mittlerweile Schablonen dafür, können wir euch bieten. Also, soweit, wir haben natürlich einmal den Zylinderkopf draufgesteckt und einen Ventildeckel, um zu sehen, ob Motorhaube und sowas zugeht. Also das ist tatsächlich alles sehr ordentlich geworden mittlerweile. Thema ist natürlich auch immer, wie sieht es aus in den Kardantunnel rein. Das ist haben wir mit einem Laser vermessen, funktioniert auch gut. Also, tatsächlich, er hängt. Wie geil ist das denn? So, wie gesagt, wie geil ist das denn? Er hängt. Aber was machen wir weiter? Die nächste Thematik ist, ja, die Motorlager tatsächlich zu verschweißen richtig. Und ihr seht es, also die Zelle etc. ist schon drin im Auto. Jetzt geht es darum, wirklich anzufangen, sauber zu machen. Der Unterboden ist teils schon Polyester versiegelt und beziehungsweise Epoxy, nicht Polyester, Epoxy grundiert. Und der 5-Zylinder kommt jetzt erstmal wieder raus, das passt. Dann Motorraum sauber machen, die ganzen Verschweißungen ein bisschen hübschen. Und dann werden wir das Ding mal füllen und vielleicht den Innenraum, Kofferraum und so schon mal lackieren, bevor dann das Dach angebaut wird, weil Käfig lackieren geht deutlich einfacher, wenn das Dach nicht drauf ist. Ansonsten
hoffe, es hat da irgendjemanden interessiert. Also ist mir auch völlig wurscht, ob es jemanden interessiert hat. Wir finden es total geil, dass der Motor da drin sitzt, wie er drin sitzt. Und wen es interessiert, die werden wir am Laufenden halten. Einen schönen Donnerstag noch. Bis dann.